Herzlich willkommen bei der ERP Novum GmbH. Mein Name ist Nadine Albert und heute zeige ich Ihnen einen typischen Anwendungsfall, für welchen manche Unternehmen externe BI-Firmen zu Rate ziehen und sehr viel Geld für BI-Analysen und Auswertungen ausgeben. An dieser Stelle bietet Enventa ERP eine integrierte Lösung, welche Ihnen in Ihrem Unternehmen viel Geld und Arbeit einsparen kann. Hierbei handelt es sich um die Nutzung von Crystal Print in Enventa ERP. Es geht um automatisierte Auswertungen und Datenbankabfragen für die Unternehmenssteuerung. Sie aus der IT-Abteilung werden die folgenden Fälle zu Genüge kennen. Die Geschäftsführung wünscht sich heute zum Beispiel eine Auswertung und Auflistung aller gesperrten Aufträge. Solche Anfragen kommen in jedem Unternehmen regelmäßig von Führungskräften auf die IT zu. Sind dies beispielsweise SQL-Abfragen, hat die IT vermutlich solche Auswertungen in der Vergangenheit jedes Mal für die Geschäftsführer per Hand angestoßen und am Ende die Auswertung geliefert. In Enventa ERP lassen Sie dies wie folgt elegant und vollkommen automatisiert ablaufen. Hier werden die von der Geschäftsführung gewünschten Felder der SQL-Abfrage markiert. Im Crystal Reports Berichterstellungsassistenten werden die benötigten Datenbankfelder im sogenannten Feld Explorer markiert und per Drag and Drop in den Crystal Report Bericht gezogen. So sieht der Bericht zuerst aus. Und mit etwas Übung in der Formularanpassung in Crystal Reports sieht der Bericht nach ca. 30 bis 60 Minuten Überarbeitung in etwa so aus. Wechseln wir nun in Enventa ERP, wo der Report für die Geschäftsführung zukünftig sichtbar werden soll. In Enventa unter Werkzeuge Crystal Print auswählen. Die eben erstellten Report-Dateien namens gesperrte Aufträge im vorher zum Abspeichern gewählten Pfad nun auswählen. Und die gewünschte Ausgabedatei für die Geschäftsführung definieren und benennen. Diese Datei wird nun beispielsweise täglich in Enventa zur Verfügung gestellt, um der Geschäftsführung den Bericht anzeigen zu lassen. Oder täglich bzw. auch wöchentlich per automatisiertem Job dem Geschäftsführer gemailt, was ich Ihnen jetzt noch im Rest des Videos zeige.